Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit den KitKat Lotus Biscoff im Test. Ist das nicht der Hammer, ihr Lieben? Ich freue mich so, dass ich die in den Händen halten kann. Ich war gerade hier in meiner Mittagspause beim Zoll, habe die dort abgeholt. Ich habe sie herausbekommen und liebenswerterweise hat sie mir Snacking Saudi zugeschickt von Instagram. Und das heißt, die kommen tatsächlich aus Saudi-Arabien. Und dort gibt es gerade die KitKat Mini Moments Lotus zum allerersten Mal weltweit. Eventuell bekommt ihr die auch im Nahen Osten, in Dubai, vielleicht auch in der Gegend. Könnte ich mir gut vorstellen, dass sie da auch ihren Weg hinfinden. Und es sind wirklich KitKats gefüllt mit dem grandiosen Lotus Biscoff Brotaufstrich. Denn es ist so eine cremige Füllung. Und ich bin sehr gespannt, ob die auch genauso geil schmecken werden, wie sie aussehen. Aber ich glaube, werden sie auf jeden Fall. In diesem Paket sind übrigens noch ein paar kleine Überraschungen drin, die kann ich euch auch gerne zeigen. Aber ich glaube, jetzt wollt ihr erstmal sehen, wie dieses KitKat mit Lotus Biscoff schmeckt. Was für eine geile Idee, oder? Ich finde das so sensationell. Manchmal sieht man so Sachen und kann sie gar nicht glauben, weil sie so geil sind. Dazu gehört tatsächlich das KitKat Lotus Biscoff. Das ist jetzt hier eine Mini-Edition, eine Mini-Moments-Edition. Ich bin gespannt, ob die sich auch trauen, so ein richtig großes KitKat-Chunky rauszubringen. Das wäre ja auch der Mega-Hammer, oder? Wow. Bevor ich hier gleich meine Hauer in das wunderbare KitKat stanze, die reinbeiße, zeige ich euch aber erstmal eine Großaufnahme. So, ihr Lieben, wir nähern uns langsam der Großaufnahme. Auf der Verpackung seht ihr noch, dass einmal die Creme drin ist und sogar noch der Keks, also quasi Crunchy Cream. Und so sieht es dann von nahen aus. Mega lecker, oder? Ich bin so gespannt. Es riecht tatsächlich nach Lotus. Leider kann ich den Geruch nicht übertragen, aber vielleicht schaffe ich es ja, den Geschmack zu übertragen. Denn jetzt werde ich gleich zum allerersten Mal dieses KitKat probieren. Und ich bin so gespannt, ihr Lieben. Wie krass ist das denn? Ich bin überrascht, dass die Waffel gar nicht so crunchy ist. Aber, boah, diese Lotus-Creme, die schmeckt ja auch schon so nach richtig geilen Spekulatius. Und dieses KitKat ist einer der geilsten Spekulatius-Snacks, die ich je gegessen habe. Alter Falter, schmeckt das geil. Nur ich bin ein bisschen irritiert, dass der KitKat Crunch der Waffel fehlt, das Knusprige. Es ist sehr weich. Vermutlich hat die Lotus Biscoff-Creme die Waffel so ein bisschen, es quatscht doch ein bisschen, aber so die Waffel so ein bisschen die Knusprigkeit weggenommen, glaube ich. Das finde ich ein bisschen schade. Die Creme ist super geil. Es hält zu 100%, was es verspricht. Es ist auch genügend Creme hier drin. Aber etwas schade, dass die Knusprigkeit verloren geht. Das finde ich wirklich sehr, sehr schade, weil sonst wäre es wirklich ein 10er-Snack gewesen. Es ist aber immer noch mega geil. Und als großes KitKat, bitte bring es als großes KitKat raus. Ich glaube, es wird Porno Deluxe, wenn es als großes KitKat erscheinen würde. Hat das echt mega viel Potenzial. Jetzt auf einer Skala von 1 bis 10. Bevor ich die Punkte vergebe, komm. Da muss noch ein zweiter gegessen werden, oder? Nicht, dass das hier ein KitKat war, wo die Waffel ein bisschen weicher war und ich sagte so, ist nicht so toll. Nee, ist wirklich total weich. Ganz abgefahren. Vielleicht liegt es daran, dass sie noch so frisch sind. Aber lecker. Weiche Waffel, geile Creme. Auf einer Skala von 1 bis 10. 8 stolze Punkte dafür. Und ich zeige euch mal, was noch in dem Paket drin ist. Nämlich auch das KitKat Popcorn Chunky. Gibt es hier auch schon im Test. Verlinke ich euch am Ende des Videos. Und
noch ganz, ganz viele weitere kleine KitKat-Spezialitäten. KitKat, Salted Caramel. Oh Gott, wie geil. Und was haben wir noch? Ach, guck mal hier. Wie süß ist das denn? Das ist der Zettel hier drin. Vielen lieben Dank nochmal fürs Zuschicken. Ich habe mich so gefreut, dass ich das testen konnte. Freut mich das an. Dann habe ich noch die Galaxy Flutes drin. Und noch ein KitKat Orange. Und zu guter Letzt noch ein Orange. Und ein gutes, oh, liebe ich so, was ist das denn? Oh nee, KitKat Espresso, ich dachte, das wäre KitKat Dark. Geil, vielen lieben Dank dafür. Ihr Lieben, drückt mal die Daumen. Aber manchmal liest das ja auch KitKat und sieht, wenn so ein Produkt ziemlich gut ankommt. Vielleicht kriegen wir das auch nach Deutschland. Würde mich sehr, sehr freuen. Vielleicht zu Weihnachten wäre es doch echt geil, oder? Ein KitKat Lotus Biscoff hier zu Weihnachten als Chunky. Ich drück uns die Daumen. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video.